Hallo zusammen, ich bin Böse Gummibaum und willkommen zurück zu Let's Play Gathering Storm als Dido aus Phönizien. Ich habe leider als erstes schreckliche Nachrichten. Die antichinesische Fraktion wird immer größer. Ich meine, die armen Chinesen können ja nichts dafür. Die sie alle falsch aussprechen wollen, aber was soll man tun? Kali Kiko macht jetzt leider auch mit. Ich glaube, sie sind leider mittlerweile absolut in der Mehrheit. Ich muss ein GoFundMe einrichten, glaube ich, für einen Verein zur Rettung der richtigen Aussprache von China. Oder so. Anyways, ansonsten hat Ben D. ganz viele konstruktive Sachen geschrieben. Ich könnte, wenn es mit Tiflis nicht klar... Ja, das ist schon ein bisschen länger. Fällt mir gerade auf. Sorry, ich habe ein paar Folgen hintereinander aufgenommen. Das hat sich wohl erledigt. Ich könnte Geld von den Chinesen bekommen, wenn ich Handelsrouten dorthin schicken sollte. Das ist gar keine blöde Idee. Das mit Tatusha, dass ich da vielleicht durchfahren sollte, habe ich, glaube ich, schon probiert. Das geht leider nicht. Obwohl ich Suzerain bin, kann ich nicht durch Hattusha hier in den Innensee fahren. Und es wäre vielleicht eine gute Idee, hier einen Kanal durchzubauen in Utica. Das wird nur ein bisschen... Ah nein, das wird gar nicht schwer. Ich muss eigentlich nur hier einen Kanal bauen. Ich weiß nicht, kann man über Fest auf den Hügel einen Kanal bauen? Oder müsste ich da durchbauen? Dann bräuchte ich aber das Wunder. Den Panama-Kanal. Das müssen wir uns nachher anschauen in Utica. Das wäre in der Tat keine schlechte Idee. Oder wenn ich bis da oben komme, kann ich einfach... Naja, das geht sich nicht aus. Warte mal, aber in Sbrten könnte ich hier vielleicht einen Kanal hinbauen. Damit wir durchkommen. Das wäre keine schlechte Idee. Sam, auch noch, ich krieg gerade, also es freut mich sehr, ich krieg sehr viele Kommentare. Ich kann nicht jetzt immer auf alle eingehen, glaube ich, weil sonst komme ich gar nicht mehr zum Spielen. Vielen Dank für alle Anregungen, Kritiken, Komplimente, was auch immer. Wie gesagt, ich freue mich über alles, außer wenn ihr mir eine Morddrohung schickt. Habe ich aber noch nie bekommen. Also jetzt nicht damit anfangen, bitte. Nur wegen dem ganzen Chinesen-Zeug. Alrighty, wir klicken auf nächste Runde. Was machen wir eigentlich? Ah ja, wir führen Krieg gegen dich. Verdient irgendwas bitte jemand? Ah so, du wirst mir Städte auch geben. Nein, nein. Ich glaube, wir machen irgendwann mit dir Frieden. Nämlich, weil ich Caspi nicht unbedingt haben will. Und bei der Wein. Nein, aber wir haben ja irgendwo anders Wein, gell? Humanismus. Servus, Humanismus, immer schön. Leibeigenschaft, Naturphilosophie, Beruf. Sag mir, brauche ich das noch? Den Grund? Na, das habe ich jetzt für die... Lass mal kurz eine Einheitenliste anschauen. Fregatten, Fregatten, Fregatten. Karawelle, Karawelle, Feldkanone, Feldkanone, Feldkanone. Nein, wir haben alles abgegradet, das heißt, wir brauchen es für den Moment nicht mehr. Das heißt, wir schmeißen da mal Rekrutierung wieder rein, damit unsere Armee ein bisschen weniger kostet. Und den. Vielleicht die Wissenschaftlerpunkte mal? Wir haben noch keine Wissenschaftlerpunkte. Oh, okay, mal. Dann wohl nicht. Stattdessen. Können wir hier reinhauen? Baue ich gerade irgendwas? Ich kann die Limitanei reinhauen. Ich glaube, es ist nicht wirklich nötig, aber... Why not, I guess. Vielleicht da unten dann bei Skytien wird es ein bisschen notwendiger. Wir müssen uns noch Batumi holen. Oh, Batumi rebelliert schon selbstständig. Sehr freundlich. Und dann können wir Frieden machen mit der guten Tumiris. Nein, nicht Tumiris, sorry, falsche. Tamar. Fangen alle mit T an. Keine Ahnung, vielleicht sagt man in Deutschland dazu Domiris oder so. Who knows? Werkstatt, Handwerker. Ich glaube, wir bauen mal die Werkstatt, damit wir nachher die Fabrik bauen können. Dafür haben wir ja den Industriebezirk hier gebaut. Du wirst mal den Kornspeicher reparieren. Du kommst... hierhin? Yes. Ja, ich meine, wir müssen einfach in Richtung Batumi aufbrechen. Es kommt nicht so ganz drauf an, in welcher Reihenfolge wir das tun. Ich will mich nicht direkt neben dich stellen. Du kommst da hin. Vor allem die Bombarden müssten mal in die Nähe gekarrt werden. Du kannst dich heilen. Wir haben Aufklärung in 4 Runden. Das ist gar nicht so lang. Haben wir da oben jetzt schon eine Karawelle? Wir haben eine Karawelle. Okay, das heißt, mit der Zeit werden wir dann eh hier schön... Ah ja, wer war das? Damn. Irgendwer hat noch gesagt. Sorry, ich kann jetzt gerade nicht... Oh, ey, ist es jetzt schon wieder Eboe? Ich hoffe nicht. Warte mal. Schwammbau hat geschrieben... Warum ich jetzt nicht Münzreform genommen habe? Ja, das wäre vielleicht schlauer gewesen. Is a good point.
Man. Ich finde es leider nicht. Aber ich habe den Koton. Es war ein Hinweis eines Kommentars. Sagen wir mal, es war Eboe, damit er dann nicht böse ist. Falls es er war. Dem gesagt hat, dass ich ja in einer Runde alles aufheile. Wegen meiner Spezialfähigkeit, die ich natürlich bereits schon wieder vergessen habe. Ist es der Koton? Ja. Alle verwundeten Marineeinheiten innerhalb von der Stadtgrenzen regenerieren 100 Trefferpunkte pro Runde. Das heißt, ich sollte das. Ich habe das nicht so genau genutzt, wie ich es hätte nutzen können. Weil ich vergessen hatte, dass wir quasi eine Instant-Heilung haben für Marineeinheiten, wenn wir es brauchen. Was sehr, sehr angenehm ist. Du bleibst hier. Du bleibst hier. Das heißt, ich könnte mit. Aber da habe ich ja überall keinen Koton. Der nächstgelegene Koton ist. Was ist da überall so? Oh, geht da überall ein Kanal durch? Interesting. Da ist ein Koton. Das heißt, wir könnten eigentlich auch einen Koton bauen. Aber es dauert alles viel länger als der Krieg selber, glaube ich. Ah, das ist eine verwirrte Folge, habe ich das Gefühl. Ich habe schon vorher versucht, ein Imperator Rome Let's Play aufzunehmen. Aber ich war zu verwirrt. Dann habe ich mir gedacht, ich mache jetzt kurz mal was ich auch verwirrt kann. Und deswegen. Sorry. Deswegen sind wir jetzt hier. Du kannst nachher dahin. Husten tut er auch noch. Keine Ahnung. Schrecklich. Wir haben die Universität fertig. Das ist hingegen überhaupt nicht schrecklich. Dann hauen wir gleich den Koton raus, würde ich mal sagen. Hatte ich da irgendwas vor, daneben zu setzen? I don't know. Das nächste war eine. Ja, ich glaube, wir hauen es einfach dahin. Das nächste war eine Ressource, wo ich mehr Geld bekommen würde. Oder wir können uns den Kanal anschauen. Kann ich schon den Kanal bauen? Nein. Staudamm und Aquädukt. Wo kann man den Kanal bauen? Ab welcher Tech oder ähnlichem Kanal? Ist. Dampfmaschine brauchen wir dafür. Okay. Interesting. Du könntest mal als erstes eine Arena bauen. Das wäre eine ganz gute Idee. Du, hey. Nehmen wir uns doch diesen netten Herrn gleich, wenn er sich schon so freundlich neben uns stellt. Können wir dieses Angebot nicht ausschlagen? Du bleibst dabei hier. Ich habe ein bisschen Angst um den Kürassier, wenn da ein Pikenier rumsteht. Oh, da ist ein Renner, den ich noch übersehen hatte. Upsi. Ja, wir erschießen dich trotzdem mit der. Okay. Wir versuchen trotzdem, dich zu erschießen mit der Stadt. Ich meine, kannst du jetzt mal killen. Das ist eine Beförderung bekommen. Perfekt. Perfekt. Das heilt ihn natürlich auch. Dann habe ich jetzt keine Runde verloren dadurch. Du bleibst hier, du kommst. Damit. Dahin hätte ich gehen sollen. Mein Fehler, alrighty. Tomiris wird bald fallen. Es wird sehr bald fallen. Du kannst noch auf Sachen schießen. Oh, wir können alle noch auf Sachen schießen. Dann gehen wir noch mal all seine Einheiten hier. Du kannst nicht. Wunderschön. Auf die Krieger schießen. Also wie gesagt, ja, seht ihr, ich komme da nicht durch. Leider Gottes. Na, was? Was ist, wem gehört der Tuscher jetzt? Jetzt gehört der Tuscher nicht bei mir. What a sad story. Du willst mir eine Pferde, das ist fein, aber willst du mir nicht stattdessen vielleicht mich. Na, wobei es ist gar nicht so schlecht. Die Baumwolle, nehmen wir die Baumwolle. Ja, let's get some happiness. Habe ich Happiness-Probleme? Lass mal kurz mal auf unsere Städte schauen. Wer schießt da bitte auf mich? Oh, Hattusha! God damn it! Hattusha, wir sind doch Freunde. Du kommst dahin. Du kommst hierhin. Stadtstatus bitte. Unzufrieden. Ne, wir haben ein paar Unzufrieden. Okay, die wir gerade erobert haben, ha? Sonst sind die Erde glücklich und zufrieden. Aber so ein bisschen Baumwolle kann ich an. Monument abgeschlossen. Hier nur ist voll, wir könnten noch mehr Fregatten bauen. Ah, innen brauchen wir. Will ich hier wirklich den Campus bauen? Will ich ihn nicht bauen? Ich glaube, das frage ich mich jetzt schon seit 10 fucking Runden oder so. Bauen. Hey, überflutet bist du dann auch noch. Wie schrecklich! Du baust mal einen Monument für einen Moment. Du baust einmal. Ein Kornspeicher.
Ja, können wir uns Hattusha gleich wieder zurückholen? Fuck off. Sie hat mehr, warte mal, können wir das dazu machen? Wie viel ist denn da wieder reingepumpt? 10 hat sie drin hocken! Ich hätte sie nicht da reinstecken sollen. So oder so nicht, eigentlich. Ich habe nicht gesehen. Oder ich konnte mich nicht daran erinnern, dass wir noch so viele andere Wissenschaftsstadtstaaten haben. Die wir doch tun nicht. Meine Handwerker kriegen mir schön viele. Die wir uns tun nicht auf 6 Gesandte stellen sollten, damit wir unseren Bonus bekommen. Für die Campusse. Geh du erst einmal hin. Ich habe ein bisschen Angst um die Bombarden. Ich geb's dir zu. Ja, du kommst dahin. Ich habe auch ein bisschen Angst um dich. It's gonna be fine. Man muss seinen Ängsten ins Auge sehen. Man kann nicht immer nur seine eigenen Armeen so benutzen, als wären sie das eigene Kind und man selber Helikoptereltern. Hin und wieder muss man ein paar Risiken eingehen. Yes, yes, yes. Du wurdest befördert. I'm aware. Wir könnten eigentlich schon weiter rutschen. Was ist, wenn ich beide einnehme? Da haben wir dann wirklich noch ein ernstzunehmendes. Aber ich würde gerne die Stadt auch schon eingeschossen haben, damit wir relativ schnell alle 4 uns holen können. Ich glaube, wir warten immer noch. Ich meine, ich kann immer noch ein bisschen Erfahrung farmen. Sehr schön. Weitere Beförderung verfügbar, du bleibst hier. Aber oh, wir hätten einen Handelsweg plündern können. Nein, wir machen keinen Frieden, danke. Ah, das ist jetzt wieder ein Renner, ist auch nicht super. Aber die Bombarden sind momentan unverletzt, das gefällt mir sehr gut. Politik ändern, die Limitanei brauchen wir jetzt nicht mehr, stattdessen brauchen wir Rationalismus für mehr Wissenschaft. Sind wir auf 206. Ja, da kommt man ordentlich Rums raus. Wunderbar. Kommt Freude auf. Du kommst dahin. Du kommst hierhin. Ich meine, gibt's denn das? Oh ja, die Schildkröten können wir uns holen. Das ist nochmal ein bisschen besser. Ausrichtung wählen. Ich glaube, dann gehen wir als nächstes wie üblich Richtung Nationalismus. Da können wir schon unsere eigenen Flotten machen. Wird's natürlich auch was bringen, wenn wir irgendwo noch ein paar Fregettchen bauen. Das ist die Universität abgeschlossen. Wie viel wird ein Fregettchen? Dich 16 Runden. Teure Fregatte. Vielleicht den Hauptstand dann. Du musst die Uni fertig machen. Wie schauen wir jetzt eigentlich aus mit der momentanen Forschung? 117, 160, 110, 106. Ja, jetzt sind wir langsam vorne mit dabei. Also noch nicht. Ja. Jetzt geht's ja aus. Noch nicht in der Anzahl an Text, aber zumindest beim Forschen. Die KI hat vielleicht auch ein bisschen größere Probleme, andere KIs einzunehmen. Wegen der Inselkarte könnte ich mir vorstellen. Weil sie da noch zusätzlich tatsächlich Schiffe bewegen müssen. Und ja, die zusätzliche Aufgabe für die KI ist leider sehr, sehr schwierig für sie. Rollende Sperrfeuer haben wir noch. Wer sonst noch? Du fährst hier hin und kriegst. Heilung außerhalb. Ja, das ist eh super für da. Oh, shit, falsche Stadt. Ich dachte kurz, das wäre meine. Mein Fehler. Mein Fehler. Du kannst auch außerhalb heilen. Passt. Können wir easy mal Jessig runterschießen. Und so immer außer Reichweite wieder aufheilen. Du bleibst hier stehen. Du machst nichts. Ist fein. Hat mir das besonders vor hier? Quellen beschaffen. Ich meine, bis dahin haben wir die Stadt schon. Das ist ein bisschen Verschwendung eines Spions. Oh, warte mal. Du bist ein, du bist ein großer Wissenschaftler. Du musst da irgendwo da unten hin. Ja, was ist? Sag einmal. Sag einmal. Sag einmal. Sag einmal. 3 an. What's happening, my dude? What is happening? Okay, jetzt kommt hier so einiges angeritten. Okay, da hätte ich vielleicht länger mit dir drüber reden sollen. Sind faul? Meine Untertanen sind überhaupt nicht faul. Frechheit. Bodenlose. Du schießt da drauf. Weißt du mal hin. Du musst jetzt nicht unbedingt sterben hier. Nehmen wir mal ein Schrittchen da hin. Wir können dich hier zum Abschuss freigeben. Nochmal drauf gefetzt. Nochmal drauf gefetzt. Das ist auch nichts, Mann.
Sidon hat eine Fregatte abgeschlossen. Irgendwer ist wenigstens produktiv. Ja, dann hau mal weitere Fregatten raus. It's actually a good idea. Weil wir ja gleich die Flotten machen können. Bis unsere beförderten Fregatten mit weniger beförderten Fregatten zusammen geschlossen. Man, das ist hier unten, hätte ich gerne 3 Fregatten. Du bleibst hier stehen. Du bleibst hier stehen. Oder war das jetzt der Handwerker? Du bist dahin. Du bleibst hier. Du kannst dich auch verschanzen von mir aus, wenn du dich nicht einfach überspringen lässt, weil du ein sturer Hund bist. That is fine. Okay, ich muss da irgendwo dahin. Ich hoffe, ich komme mit dem Wissenschaftler durch. Bin mir gerade ehrlich gesagt nicht sicher, ob das geht oder nicht. Du schmeißt da mal ein bisschen Kanonenfeuer drauf. Oh shit, ich hätte auf dich schießen sollen. So viel Beförderungen. Holy shit. Jetzt kann ich auf ihn nicht schießen. It's kind of sad. Naja. Naja, man kann nicht alles haben, bekanntlich. Okay, wir haben die Mauer nächste Runde unten. Ich glaube, ich muss mit dem gar nicht heilen. Jetzt haben sie einen Musketenpickin hier da drinnen. Ich sag dir, irgendwann macht er mir noch meine schöne arme Bombarde kaputt da oben. Mit dem Reitergetier und Musketenpikinier und bösen Dingen. Sag einmal, 70 geht's und sonst noch gut? Ist mit dir? Nee, 70 Stärke, meine. Jesus Christ, Junge! Du hast tatsächlich die Bibliothek abgeschlossen? It's pretty dope. In dieser Wüstenstadt. Einmal eine Bibliothek abzuschließen. Wir bauen die Uni. Keine Frage. Du bleibst hier. Jetzt gibt es noch mehr von denen. Warte mal. Ihr geht's einmal alle weg, weil ihr müsst befördert werden. Versorgungsflotte bitte. Du kriegst rollendes Sperrfeuer. Bamsti. Bauamsti. Da ist fertig. Ich meine, sie hat schon Renner ohne Ende. Ich meine, sie baut immer 2 auf einmal, oder? Wenn ich mich richtig entsinne. Du kommst da runter. Das ist korrekt. Ich weiß immer noch nicht, was der Trajan da aufhört. Der ist mir ein bisschen suspekt, muss ich sagen. Alright, wir haben Jessic jetzt auch. Ich glaube, jetzt können wir dann langsam. Ich meine, Batumi dauert länger, als ich dachte, aber wir können dann schon Richtung Kulopa gehen. Nur irgendwie müsste man einen Reiter durchschleusen, dass ich ihn dann tatsächlich einnehmen kann. Mein Nahkampfschiff wird da wohl nicht übers Land reinkommen. Na, ich kann da überall nicht rein. Also ich kann da nicht hin. Okay, that's problematic. Achso, ja, wieso gehen wir nicht einfach da hin? Fuck it. Jo, geh den rüber besuchen. Der ist so nett und steht neben uns mit seinen ganzen Freibeutern. Bin mir sicher, wird nichts Böses im Schilde. Alles toll. Willst du die Stadt da unten einnehmen gehen? Ich habe 2 Weine, du bist einen davon. Well, look at that. Hätte bitte gerne mehr Geld dafür? Nope. Wobei, wir müssen kurz schauen. Euer Reich bewegt sich auf dem... Plus 12. Plus! Das ist ein Pluszeichen. Poundmaker. Erlaubt ihr uns eine Botschaft in euer... Sure. Wie wär's, wenn du dich mit deinem blöden Freibeuter verpisst? Von meiner Grenze? By the way. Wenn wir schon so Shit machen wie Botschaften austauschen. Das 14 Verteidigung. Es dauert alles so ewig, es regt mich auf. Du gehst dahin. Ja. Okay, dann heil dich halt hier, wenn du mich nicht tauschen kannst. Finde ich immer noch blöd. Dass man die Einheiten nicht einfach tauschen kann. Du baust mal eine Stadtmauer. Weil. Der Römer. Geht's los? Ich glaube, es geht los. Ja. Schauen wir mal. Stab behalten. 4 Runden haben wir. Alrighty. Bam. Achso, warte mal. Falsche Stadt. Bam. Stab behalten. Hat jetzt von da auf hinschießen können, aber jetzt hast du nicht mehr genug Bewegungspunkte.
Right. Produktion wählen, Monument reparieren. Wir brauchen auch diese Gouverneursverstärkung hier. Nehmen wir mal La Liang. Du hockst da oben. Ja, that's fine. Ist da mal in die Minus. Neapolis ist weniger schlimm, interesting. Du kommst mal in die Minus 11er Stadt. Neapolis braucht eigentlich gar keinen, weil wenn wir das nächste Mal Myriff einnehmen, wirst du keine Loyalitätsprobleme mehr haben. Kannst das Monument bauen. Was hast du gemacht? Ah, du kannst da noch weitere Fischerboote bauen. Du kommst hier runter, wie gesagt. Ist das eine Karavelle? Ma dude, ich wollte eine Fregatte bauen. Wobei, ich meine, wir brauchen auch, wenn ich schon dabei bin, wir brauchen auch Karavellen, Flotten, von dem her. Kann man durchaus auch eine Karavelle bauen. Wirklich? Gegenangriff? You sure about that? Oh, 180 Gold. Not bad. Stab behalten. Wir checken uns mal da rein. Killen dich weg. Du schießt da drauf, selbstverständlich. Du gehst da mal in nur heilen. Du schießt da drauf. Du schießt da drauf. Okay, langsam aber sicher geht die Verteidigung runter. So. Nächster Stopp ist Kuloba. Oh, wir können da noch auf dich schießen. Du bist nicht zufällig eine. Naja, ich glaube, du musst mal kurz heilen, leider. Das ist Sad Story, da. Aber da hast jetzt eh schon. Du hast keine. Haben wir nirgends mehr. Ich habe die nur in 16 Runden, das ist nicht wirklich ein Problem. Händler. Ich habe 13 Handelswege mittlerweile mögliche. So Kornspeicher gebaut. Eine Bank wäre auch nicht schlecht, aber bauen wir zuerst noch einen Händler. Vielleicht können wir den jetzt zum nach China schicken. Du baust Monument. Du heißt, du gehst hier hin. Shit, wir haben 22 Minuten gespielt. Ich hoffe immer, dass es Spaß gemacht hat, zuzusehen. Wenn das der Fall war, dass dann ein Like da und abonniert den Channel. Aber vor allem, schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Baba.